Wie konnte das passieren? Wir... Aber wir hatten doch ein Kondom benutzt. Ich weiß. Das ist eben so, denn Kondome funktionieren leider nur in 97% aller Fälle. Pech. Wie, was? Was? Und warum wird das auf der blöden Shuttle nicht vermerkt, Rachel? Das steht doch drauf. Nein, es steht nicht drauf. Hey, was? Oh mein Gott. Ich finde, dass Sie das in riesigen, fetten Buchstaben aufdrucken sollten. Also ich bitte dich, vergiss doch jetzt einfach mal das Kondom. Ja, wir hätten es auch ebenso gut weglassen können, nicht wahr? Eins kann ich dir versichern, ich bin auch völlig ausgerastet. Was redest du da? Ich bin nicht völlig ausgerastet. Nein, nein, ich bin entrüstet. Und zwar als Verbraucher. Weißt du was? Wir reden einfach nachher weiter. Oh nein, ich will jetzt darüber reden. Weißt du, wen ich jetzt anrufen werde? Ich rufe den Boss dieser... ja, dieser verfluchten Kondomfirma an. Ross, ich werde später nochmal wiederkommen. Okay. Ja, wenn Sie möchten, drücke ich die 1. Rachel ist schwanger. Heilige oh mein Gott, Mutter, das glaube ich Gottes. Einfach nicht. Ja, und ich bin der Vater. Das ist ja eine brandneue Information, Ross. Ich verstehe, ihr wisst es also schon. Ein bisschen. Naja, und wie fühlst du dich, Ross? Ach, nicht schlecht, es könnte wirklich schlimmer sein. Ich habe nur so blöd reagiert und das ärgert mich. Was hast du denn gesagt? Gar nichts. Aber der Kundendienstabteilung der Kondomfirma, der habe ich es vielleicht gegeben. Und als ich mich umdrehte, war Rachel weg. Oh, Ross. Ja, aber ich habe gerade erst erfahren, dass diese verfluchten Kondome nur in ungefähr 97% aller Fälle wirksam sind. Was? Ich muss Rachel finden. Nein, nein, warte doch, Ross. Ist das wahr? Das heißt, in 3% der Fälle funktionieren die überhaupt nicht? Das sollten die aber auf der Schachtel vermerken, oder? Soll ich dir was sagen? Es steht drauf. Was?